Heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, Trailing Stop, was wir ja auch für den Trade des Tages immer wieder verwenden. Und ich kriege immer viele Fragen dazu, wie sieht sowas aus, wie geht man damit um? Und deshalb ist vielleicht ein Video die einfachste Form, das zu erklären. Wir haben hier mal ein Beispiel, das ist der Dow Jones. Und wir sehen, dass wir hier so ein typisches Verlaufsmuster haben. Schub nach oben, wackelig nach unten. Und wir tun mal so, das ist natürlich jetzt historisch, dass wir eben unseren klassischen Einstieg wählen, also hier long gehen und jetzt also einen Trailing Stop noch brauchen, der, solange der Markt eben nach oben läuft, uns drin lässt, wenn der Kurs aber dreht, dann eben rausnimmt. So, wie geht man damit vor? Es gibt verschiedene Varianten. Man kann Supertrend oder andere Indikatoren verwenden. Ich will an dieser Stelle den Parabolik mal nehmen, denn den verwenden wir unter anderem ebenfalls sehr, sehr gerne. Und wenn ich den hier so draufklicke, so wie das hier ist, dann sehen wir quasi immer diese Punktelinie, immer jedes Mal, wenn wir einen neuen Punkt bekommen, in der Gegenrichtung natürlich, also wenn wir long sind, brauchen wir neue Punkte auf der Unterseite, dann würde der Stop auf den entsprechenden Wert des Punktes dann nachgezogen. So, jetzt sehen wir schon, das ist unter Umständen für diese Bewegung aber gar nicht so toll. Und deshalb muss man sich immer ein wenig überlegen, was möchte man denn handeln? Kann man, möchte man, muss man vielleicht regelmäßig hier raus, wenn man sagt, ich will kleine Bewegungen mitnehmen. Ich bin Intraday-Händler, ich kann vielleicht gar nicht so große Positionen fahren mit weiten Stopweiten, weil mein Kapital dafür nicht reicht. Dann ist man möglicherweise mit einem viel engeren viel besser bedient. Dafür kann man natürlich die Einstellung hier ändern. Für mich oder für uns, kann ich sagen, hat sich das allerdings eher als sinnvoll herausgestellt, dann lieber die Zeiten hier zu verändern, also sprich zum Beispiel auf einen 5-Minuten-Chart zu wechseln. Das bedeutet allerdings auch, dass wir jede 5 Minuten dann hier einen neuen Punkt bekommen und entsprechend unseren Stop dann anpassen auf diese Marke. Wenn wir sagen, naja, ich möchte schon gerne den gesamten Schwung mitnehmen, das ist insbesondere für diejenigen, die eben nicht die Zeit haben, sich da regelmäßig drum zu kümmern, dann wollen die in der Regel ja auch nicht alle paar Minuten den Stop nachziehen müssen, dann kann man auch einen größeren Wert mitnehmen, was den Nachteil hat, dass der Stop natürlich viel weitläufiger nachgezogen wird, was allerdings den Effekt hat, dass man auch nur weniger häufig den Stop nachziehen muss und dann auch gesamte Bewegungen eher mitbekommt. Also wer nicht hier in den einzelnen Bewegungen immer wieder reinkommen möchte, der ist möglicherweise mit etwas Übergeordneten besser aufgestellt. Hier ein Beispiel nochmal, wie das aussehen könnte hier auf Stundenbasis. Das wären im Prinzip jede Stunde ein neues Stopniveau. Und auch wenn der Punkt mal oben ist, würde das nicht stören, solange bleibt das Stopniveau hier unten, bis wieder hier unten ein neuer Punkt kommt oder man eben ausgestoppt wird. Das wäre in diesem Fall dann hier gewesen. Jetzt will ich gar nicht verhehlen, dass es nicht immer möglich ist, dass man die beste Einstellung hat. Im Vorhinein weiß man das ja nicht. Für uns ist es deshalb relevant, erstmal festzustellen, was wollen wir? Wollen wir enge Stops haben, damit wir, naja, möglichst viel gesichert erstmal haben, dass der Kurs dann eng nachzieht. Ich mache das nochmal am Beispiel 5 Minuten beispielsweise. Dann sehen wir, ah, er zieht sehr eng hinterher und dann fliegt man hier raus, hat aber vielleicht die Chance, hier zwackelig wieder runter, hier wieder einzusteigen und den nächsten Schub gegebenenfalls mitzunehmen. Wollen wir das nicht, aus zeitlichen Gründen oder weil wir uns auf mehrere Märkten gleichzeitig fokussieren wollen und oder fokussieren müssen und dementsprechend nicht die Zeit haben, uns jedes Mal hier wieder um neue Trades zu bemühen, dann sind etwas größere Einstellungen sinnvoll. Wichtig allerdings, zusammenfassend, erstens mal ein Abstand oder eine Zeit wählen, der passend ist, sowohl von dem, was man handeln will, als auch natürlich zur Kapitalgröße, die man da zur Verfügung hat, sodass das, was man erwartet, idealerweise nicht ausgestoppt wird oder das, was man haben möchte, nicht ausgestoppt wird. Möchte man eine weite Bewegung, muss man etwas weiter, einen weiteren Stop haben. Möchte man lieber möglichst viele kleine Teilstücke mitnehmen, dann ist ein enger Stop natürlich durchaus sinnvoll. Punkt 2, nicht irritieren lassen, die Oberseite spielt gar keine Rolle, wenn ich long bin. Natürlich umgekehrt, wenn ich einen Short habe, spielen die oberen natürlich für den Stop eine Rolle. Hier sind Punkte auf der Unterseite, da verändere ich den Stop nicht, so lange bis ich auf der Oberseite einen neuen habe und dann ziehe ich entsprechend dann hinterher. Das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Geht auf allen möglichen Charts, geht auf allen möglichen Zeitebenen. Wer möchte, kann das sogar auf ganz kurzer Zeitebene hier einsetzen, hier Minutenchart beispielsweise und ist hier natürlich relativ eng mit dabei.
Und wenn man dann mal ausgestoppt wird, hat man aber ziemlich wahrscheinlich zumindest ein enges Teilstück hier schon mal mitgenommen und damit auf jeden Fall schon mal einen Gewinn auf seiner Seite. Das mal als Überlegung dazu. Ich drücke die Daumen, dass Sie das richtig anwenden, wie wir das tun. Können Sie immer wieder auch mit ganz konkreten Beispielen im Trade des Tages sehen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind. Bis zum nächsten Mal.